Ab dem Monat November geht es in die sogenannte Oscar-Season. Das bedeutet, die Studios veröffentlichen Stück für Stück ihre besten Filme des Jahres, um ins Oscar-Rennen einzusteigen. Dieses Jahr geschieht das leider kaum im Kino. Dafür startet Netflix aber jetzt Anfang Dezember mit Mank, den ersten Kandidaten. Wie der Film geworden ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, meine Verehrung. Machen Sie es sich gemütlich, Mr. Mankiewicz, oder soll ich Sie Herman nennen? Bitte, nennen Sie mich Mank. 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 Das ist Herman Mankiewicz, aber wir müssen ihn Mank nennen. Mankiewicz? Im Jahr 1940 verkrieft sich Herman J. Mankiewicz auf einer abgelegenen Ranch in der Mojave-Wüste. Der nach einem Unfall auf Krücken angewiesene, schwer alkoholkranke Autor soll dort für das Regiedebüt des neuen Hollywood-Wunderkinds Orson Welles in nur 60 Tagen das Skript schreiben. In dem Tempo wirst du nie fertig. Du hattest 90 Tage gesagt. Welles hat gesagt 60. Ich tue, was ich kann. Unterstützt von der britischen Schreibkraft Rita und der deutschen Krankenschwester Freda. In dem Film geht es um einen reichen Zeitungsmagnaten, einen Menschen wie William Randolph Hearst, den Mankiewicz 1930 kennenlernte, mit dem er sich anfreundete und schließlich nach turbulenten Jahren entzweite. So wie Citizen Kane zur ganz persönlichen Abrechnung mit diesem Herrn wurde, aber auch mit einem antiliberalen Hollywood. Die Filmografie von David Fincher ist tatsächlich unglaublich. 7, Fight Club, Social Network, um nur mal so eben 3 Filme zu erwähnen. Jetzt also Mank, einen Film, den er seit 20 Jahren drehen wollte und auf dem Drehbuch seines 2003 verstorbenen Vaters basiert. Fincher gilt ja als Perfektionist, also jetzt nicht nur in Sachen, wir drehen einfach mal 50 bis 100 Takes von einer Szene irgendwie, bis man zufrieden ist, sondern auch in der Ausstattung und im Drehbuch muss jedes kleine Detail auch stimmen. Und so schnappt sich Fincher nicht nur die Ästhetik von Citizen Kane, auch wenn er jetzt hier auf das 4:3 Format verzichtet und im Widescreen ist, sondern auch einiges der Erzählstruktur. Entsprechend sprengen wir auch in der Zeit hin und her, um wichtige Stationen von Mank zu beleuchten, zu verstehen und somit ein wenig auch die Chiffren, die Citizen Kane hinterlassen hat, zu entschlüsseln. Für wen halten Sie sich eigentlich? Sie sind nichts weiter als ein lächerlicher Hofnarr. Ich wüsste nur zu gern, was du davon hältst. Ein Kuddelmuddel, eine Sammlung von Fragmenten, die in der Zeit herumspringen wie mexikanische Springbohnen. Willkommen in meiner Gedankenwelt. Handwerklich, ey. Absurde Qualität, wie scheinbar nebensächlich große Themen abgehandelt werden und fast schon so beiläufig offenlegen, wie das System Hollywood damals getickt hat, ganz, ganz groß. Ich habe dein selbstmörderisches Trinken ertragen, dein zwanghaftes Spielen und deine dusseligen platonischen Affären. Du schuldest mir was, Herman. Und speziell für Cineasten ist das in so vielen Szenen absolutes Gold und es ist schon verrückt zu sehen, wie oft in diesem Jahr auf Netflix das Kino abgefeiert wurde bzw. ein Denkmal gesetzt werden konnte. Es empfiehlt sich aber für den gesamten Genuss auf jeden Fall, ein bisschen was auch über die Studiosystemgeschichte von Hollywood irgendwie zu wissen, sich angelesen zu haben, damit man so sämtliche Sätze, mit denen ja, man sich in Hollywood irgendwie gut stellen sollte, versteht und ja, keine wichtigen Infos untergehen. Herman Mankiewicz, der New Yorker Dramatiker und Kritiker. Inzwischen bescheidener Drehbuchautor, Mr. Hearst. Das ist ein Geschäft, bei dem der Käufer nichts als eine Erinnerung für sein Geld bekommt. Was er gekauft hat, gehört immer noch dem Verkäufer. Das ist die wahre Magie des Films. Action! Don, Blitz, Blut, Feuer, Religion. Hilfe! So rette mich doch jemand! Alles in einem Film. Das kriegt kein Regisseur kaputt. Genau deswegen möchte ich Mank immer dabei haben. Auch eine Sichtung von Citizen Kane vorab ist nochmal zu empfehlen, denn auch wenn ihr den Film vielleicht mal vor ein paar Jahren gesehen habt, das ist schon echt wichtig, dass man das nochmal vor Augen hat, denn jetzt versteht man dank Mank die Motivation hinter Citizen Kane ja auch nochmal so ein bisschen deutlicher. Auch wie Orson Welles, das damalige Hollywood-Wunderkind, durchaus hier in dem Film als Großkotz porträtiert wird und dabei dennoch gehuldigt wird, ist spannend zu beobachten. Und ja, Gary Oldman beweist mal wieder, so wie seit 30 Jahren durchgängig, was er für ein fantastischer Schauspieler ist. Aber auch wenn ich Gary Oldman liebe und seine Leistung toll ist, funktioniert es nicht ganz, wenn der 62-jährige Oscar-Gewinner zwischendurch angeblich mal nur 33 Jahre alt sein und maximal 43 in dem Film ist. So, jawohl, Mank war vom Alkohol schon zerfressen, aber ohne das Wissen würde wohl niemand auf die Idee kommen, hier eine Figur in den Mit-30er zu sehen. Das ist nur ein kleines Detail, was dennoch durchaus ein bisschen verwundert, wenn ansonsten alles so exakt auf dem Punkt ist und schauspielerisch ja auch überragend, wie beim gemeinen, also eigentlich beim ganzen Cast komplett. Also würde es die Kategorie Bestes Ensemble bei den Oscars geben, wäre Mank sicherlich bei den Favoriten dabei.
Aber nochmal zurück zum Handwerk. Fincher hat den Film digital und ultra hochauflösend gedreht, dennoch direkt alles auf schwarz-weiß im Set optimiert und nachträglich durch digitale Aufarbeitung dem Film einen analogen Look verpasst, so inklusive den Aktwechselzeichen oben rechts in der Ecke, die wir vor 15 Jahren bei den analogen Filmkopien immer noch gesehen haben. Wüsste man es nicht besser, würde man den Film auch so in Sachen Tonqualität für ein Werk der 40er und 50er Jahre halten. Das ist schon echt verrückt. Mank ist allgemein aber auch so echt intelligent in Szene gesetzt und dennoch erreicht mich die Geschichte nicht so richtig, wie sie es könnte. Und dabei geht es jetzt nicht mehr um den emotionalen Bezug zur Figur, die ohnehin echt tragisch ist. Bei all der Perfektion ist der Kern nicht mitreißend genug. So interessant und detailverliebt zu sein ist das eine zweifelsohne spannende Geschichte, aber auch spannend zu erzählen ist das andere. Und da habe ich ein ziemlich treffendes Zitat zum Film im Hollywood Reporter gelesen. Working from a diligently researched screenplay by his late father, Jack Fincher, the director, has made a high-style piece of a cinematic nostalgia that is a constant pleasure to look at, but only intermittently finds a heartbeat. Dem schließe ich mich an. Der Film wird sehr viele Menschen absolut begeistern, eben weil er auch so genau hinsieht und die einzelnen Szenen toll geschrieben sind und einige Male wunderbar so ausufern. Ob der Film aber auch ansonsten das Publikum in der Form erreicht, sei jetzt mal dahingestellt, was wiederum das Tolle und Großartige und Mutige an Kunst sein kann. Darum geht es am Ende nicht. David Fincher, der Regisseur, hatte eine Vision, die auch sein Vater geschrieben hat und die bringt er eben hier auf Netflix. Das mit ihm verstehe ich. Aber was hat Marion getan, dass sie das hier verdient? Es ist nicht sie. Nicht alle Figuren sind Hauptrollen, oder? Einige sind Nebenfiguren. Wenn du einen Streit mit Willy vom Zaun brichst, bist du erledigt. Maya kann dich nicht retten. Niemand kann das. Am wenigsten der Wunderknabe aus New York. Ich bin gespannt, wie ihr dazu stehen werdet. An vielen Punkten verneige ich mich und sage, besser kann man es nicht machen. Dennoch setzt auch bei mir der sogenannte Herzschlag des Films immer wieder aus und so verliert mich die Geschichte immer wieder ein wenig, weil sich Fincher auch selbst in den Details manchmal etwas zu sehr verliert. Das reicht auf jeden Fall für so ein Must-See für Filmfans, wenn mein Herz für den Film auch insgesamt nicht übermäßig schlagen wird. Von mir gibt es insgesamt sehr sehenswerte und natürlich wie immer subjektive 7 von 10 Punkten. Ich bin gespannt, wie es bei euch mit diesem Film irgendwie geht und worauf ihr besonders Wert legt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare und ich freue mich darüber, mit euch zu diskutieren. In diesem Sinne sehen wir uns bald wieder in der Filmlounge. Macht es gut und ciao.